Hausräumung in der Leopoldstadt ist so spektakulär wie selten. Großeinsatz der Polizei, wie die Beamten seit Stunden versuchen, das von Punks besetzte Haus zu räumen, sogar mit Panzer, wir berichten live. Wien heute mit Elisabeth Vogel. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Helikopter der Wega, mehrere hundert Polizisten, Barrikaden aus Sofas und Müll und ein Räumpanzer. Das ist wirklich kein gewöhnlicher Einsatz. Seit dem Vormittag versucht die Polizei, ein von Punks besetztes Haus in der Leopoldstadt zu räumen, in der Mühlfeldgasse. Die Punks haben das Haus Ende 2012 auf Einladung des Eigentümers bezogen. Jetzt will sie der Besitzer wieder loswerden. Es gibt einen rechtskräftigen Räumungsbescheid. Die Punks wollen sich aber nicht vertreiben lassen. Bevor wir live in die Leopoldstadt schalten, zeigt Ihnen Karl Reis, wie alles begonnen und wie es sich heute zugespitzt hat. Straßenkriegsähnliche Bilder. Drinnen die ca. 50 Hausbesetzer, draußen Wasserwerfer und laut Polizei rund 500 Beamte und Beamtinnen. Dazu noch eine große Anzahl in Reserve, wie es heißt. Gegen 10.30 Uhr versucht die Polizei zum ersten Mal ins Haus zu gelangen. Es ist ein Assistenzeinsatz zur Unterstützung des Gerichtsvollziehers. Der hat einen gerichtlichen Räumungsbescheid. Die Polizei soll helfen, die Räumung durchzusetzen. Allein es gelingt nicht. Schon beim Eingang haben die Besetzer einige Schichten von Barrikaden errichtet. Darunter verschweißte Stahltüren, Unmengen von Gerümpel, Gitter, Einkaufswagen und so weiter. Man hat gehört davon, dass da verschiedene Sachen gemacht wurden. Ja? Betoniert oder was weiß ich alles. Also ja. Das wie eine Burg ausschaut oder dass sie nicht reinkommen. Ne? Ja, also bitte, so finde ich halt. Ne? Lapsus der Polizei. Bereitgestellte Tretgitter haben die Besetzer offenbar nachts entwendet und ihre Barrikaden damit verstärkt. Hintergrund der ganzen Geschichte. Vor 2 Jahren soll der Hauseigentümer vor der Banker Hitten im 15. Bezirk Punks angesprochen haben, ob sie in der Mühlbachgasse befristet wohnen möchten. Hintergedanke, sie sollten offenbar die Altmieter hinausekeln. Das ist aber nicht gelungen. Jetzt hat der Hauseigentümer ja die Bank sich selber ins Haus geholt. Ja, die haben wir gesehen am 31. Dezember, wie da 15 Jugendliche unten gestanden sind. Ne? Habe ich gesagt, was macht's denn da beim Wurzen? Hat er gesagt, wir werden da die neuen Mieter in der Pizza. Die ersten waren ja nicht so arg. Oder was immer so nachgekommen sind. Nicht? Die haben dann den großen Hund gekriegt und die Fissuren und das war ja Wahnsinn. Sie haben schon vor die Tücher geschissen, ehrlich gesagt, und alles Mögliche in Fleisch gemacht. Nicht? War Wahnsinn mit den Leuten. Von den Altmietern ist heute keiner mehr im Haus. Die verschanzten Besetzer tun alles, um die Räumung zu verhindern. Flüssigkeiten, Buttersäure, auch Fäkalien werfen sie auf die Beamten. Ein gepanzertes Fahrzeug kann schließlich die ersten Barrikaden entfernen. Gegen 14.30 Uhr sind die Wegerbeamten im Haus. Sie müssen sich Stock für Stock vorarbeiten. Im Weg sind auch gefährliche Fallen. Auf Holzlatten aufgebockte alte Waschmaschinen, die beim Berühren herabstürzen können. Auch Stromfallen werden vermutet. Der Großeinsatz der Polizei dauert den ganzen Tag über an. Befürchtet wird auch, dass sich Demonstranten aus der Anarcho-Szene zusammenrotten könnten, um die Polizei anzugreifen, wie es heißt. Und wir schalten jetzt live in die Leopoldstadt. Peter Unger war den ganzen Tag in der Mühlfeldgasse dabei. Peter, die Räumung dauert jetzt schon stundenlang. Die ersten Punks sollen schon abgeführt sein. Wie schaut es denn aktuell aus und wie geht es jetzt weiter? Also aktuell ist hinter mir der Medienrummel noch immer sehr groß. Die Polizei ist jetzt in den dritten Stock des Hauses vorgedrungen. Dort haben sich die Punks sozusagen verschanzt. Die ersten drei sind tatsächlich schon herausgetragen worden. Zwei Polizisten haben quasi einen Punk genommen und hinausgetragen. Es wird jetzt die Identität dieser Menschen festgestellt. Sollte etwas vorliegen, werden sie festgenommen. Wenn nicht, müssen sie hinter die Absperrung und werden dann freigelassen. Die Polizei ist jetzt behutsam im Haus unterwegs und sucht eben das Haus nach weiteren Personen ab. Peter, 1700 Polizisten sollen im Einsatz sein, wie es heißt. Die Polizei bestätigt jedenfalls, dass es mehrere hundert sind und nur rund 50 Punks auf der anderen Seite. Da fragen sich natürlich viele, ist so ein Großaufgebot an Polizei wirklich nötig?
Also es war im Vorfeld ja schon lange bekannt, dass es diese Räumung geben wird. Das zeigt auch der Umstand, wie sich die Punks darauf vorbereitet haben, mit diesen vielen Absperrungen, die es da gibt. Bei mir ist jetzt Polizeisprecher Roman Haslinger. Viele fragen sich, ist es notwendig, einen Einsatz in dieser Größenordnung zu machen, wenn man weiß, dass sind höchstens 50 Leute drinnen. Schönen guten Abend. Es gab vor diesem Einsatz eine Gefährdungseinschätzung. Wir hatten ganz konkrete Hinweise, dass hier massiv Verbarrikadierungen erfolgen. Auch, dass Pflastersteine mit hineingenommen wurden in das Haus, andere Wurfgegenstände. Das heißt, wir haben mit großer Gegenwehr gerechnet. Wie man gesehen hat, sind auch viele Gegenstände aus den Fenstern gefallen. Beim Vordringen im Haus haben wir dann sehr, sehr viele Fallen auch überwinden müssen. Das heißt, dieser Einsatz war doch höchst gefährlich und man musste wirklich sehr aufpassen. Es ist bis jetzt zum Glück noch nichts Ernsthaftes passiert. Aus Ihrer Erfahrung, wie viel kann denn so ein Einsatz kosten und wer muss das bezahlen? Die Kosten des Einsatzes kann man erst dann beziffern, zum Beispiel im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage, wenn man wirklich genau evaluiert, welche Einsatzkräfte hier heute beteiligt waren. Im Internet kursieren interne Dokumente aus dem Büro der Innenministerin, wonach dort ist zu lesen, dass 1700 Beamte im Einsatz sein sollen. Wie viele sind es jetzt tatsächlich? Wenn man sich hier umschaut, hat man den Eindruck, es sind schon sehr viele. Konkret waren hier direkt vor Ort etwa 500 Kolleginnen und Kollegen am Einsatz beteiligt. Natürlich mussten wir auch Personalreserven bilden. Es galt auch zu beachten, mögliche Spontankundgebungen, die stattfinden, möglicherweise eine neuerliche Hausbesetzung oder auch Sitzblockaden. Und auch hier diese Gefährlichkeit vor Ort bei der Überwindung dieser Verbarrikadierungen und deswegen natürlich auch eine entsprechende Anzahl von Einsatzkräften. Hat es bisher schon Verletzte gegeben bzw. Festnahmen? Es gab bisher 12 Festnahmen wegen des Verwaltungsrechts. Es gab einige leicht verletzte Beamte, allerdings die genaue Schlussbilanz liegt uns noch nicht vor. Abschließende Frage, wir haben es gerade gehört, 3 Punks sind bereits aus dem Haus gebracht worden. Wie lange wird der Einsatz noch dauern? Was schätzen Sie und erwarten Sie danach vielleicht noch Demonstrationen, wo etwas passieren könnte? Wir sind natürlich vorbereitet auf spontane Kundgebungen, deswegen natürlich auch diese Personalreserven. Die Einsatzkräfte befinden sich schon im letzten Stockwerk, müssen allerdings noch weitere Fallen und Verbarrikadierungen überwinden, hier vorsichtig und langsam vorgehen. Und dann wird man abschließend sagen können, ob sich noch weitere Personen im Haus befinden. Vielen Dank, Roman Haslinger. Also der Einsatz wird sicher noch mehrere Stunden dauern und ich glaube, wir werden auch in den nächsten Tagen noch sehr viel darüber zu berichten und zu reden haben. Damit zurück zu dir ins Studio, Elisabeth. Danke, Peter, für deinen Live-Bericht direkt aus der Leopoldstadt. Und auch politische Reaktionen gibt es dazu. Die Grünen kritisieren, dass der Polizeieinsatz in keinem Verhältnis zum Anlass stehe. Von der ÖVP heißt es, die Polizei erfülle lediglich ihre Aufgabe. Und die FPÖ begrüßt die Räumung. Die Brigadestärke sei erforderlich, um die, wie es heißt, Anarchos des schwarzen Blocks zu entfernen, so die FPÖ in einer Aussendung.